Brauchen wir da überhaupt... Braucht das Herrenhaus auch Wasser? Theoretisch gesehen? Brauchen die Produktionsgebäude hier auch Wasser? Oder gilt das wirklich nur für die Wohngebäude? Oder braucht man hier bei der Produktion auch Wasser? Nur wenn das Gebäude Wasser als Produktionsressource hat, oder? Okay, also brauchen die hier kein Wasser. Alles klar. Okay. Gottesdienst sieht 70 von 70. Okay. Ich meine, wir könnten, das haben wir ja eh gesagt, wir könnten hier nochmal ein bisschen anbauen. Ne? So kleinere Möglichkeiten haben wir ja noch. Erhöht die Kapazität der Kirche. Plus 5 Fassungsvermögen. Wie haben wir das angebaut damals? Kann man das? Ach, ich habe Einrasten aus. Deshalb. Einrasten, ausrasten. Das ist aber nicht das, was wir schon mal gebaut haben. Es ist das hier, was wir brauchen. Aha. Machen wir das so? Jo. Jo. Jetzt sag mir bitte nicht, dass wir das hier nicht hinsetzen können. Ah, das ist ja wirklich... Ah, doch, 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 doch. Haben wir das auch ein bisschen kleiner hier gemacht gehabt? Nein. Ich meine, wir könnten das auch hier noch hinmachen, ne? Theoretisch gesehen. Wobei, hier würde ich, glaube ich, lieber gerne einen Turm hinmachen. Wir könnten das von hier außen noch ansetzen. Theoretisch. Würde auch gehen. So würden wir jetzt erstmal 10 Plätze gewinnen. Ich würde es vielleicht... erstmal von hier außen noch dran setzen. I don't know. Wären erstmal 20 Plätze mehr. Passt, glaube ich, ne? Na, come on. Wir bauen es, wir müssen es eh bauen. Wir sind aber gerade 24 im durchschnittlichen Tagessaldo minus. Ja, ja, ja. Charlotta Carotta, komm gut hin beim Einkaufen, ne? Und der nächste Stream ist heute Abend. Cyberpunk, ne? Also, immer. An alle, die jetzt gehen müssen, weil sie arbeiten müssen oder was auch immer, Dankeschön fürs dabei sein natürlich. Und der Stream geht aber auch tatsächlich nicht mehr allzu lange. Also 10 Minuten, Viertelstunde zocken wir noch. Ja. Wenn du Bescheid bist. So, Brunnen ist gebaut. Wunderbar. Aber der nächste Stream ist dann heute Abend, wie gesagt, Cyberpunk. Könnte aber ein bisschen später werden. So 20, 30, 21 Uhr. Weil Alina kommt heute aus Leipzig wieder und ich weiß nicht, wann die kommt. Aber Stream heute Abend auf jeden Fall. Yep. Yep, 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 yep. Okay. Was haben wir hier? Markt verkauft Fisch. Beeren. Ich überlege halt immer noch, ob wir hier unten nicht ein Klamottending hinmachen, ne? Ich meine, hier sind zwar nur 3, 4 Häuser, aber ist ja an sich eigentlich erstmal scheißegal, ne? Oder vielleicht hier drüben? Wie kann man denn... Warte mal. Wenn ich jetzt hier den Händler bearbeite... Luxusgüterstand. Oh, cool. Warenstand. Ah, ist hier drüben leider zu weit weg. Schade. Ich wollte die Häuser da oben noch mit einbinden.
Aber das geht leider nicht. Geld ist zu weit weg, sagt er mir. Das ist auch zu weit weg. Ja, das ist natürlich doof. Hier würde noch gehen. So vielleicht. Was wäre das dann für eine Reichweite? So hätten wir aber halt hier unten und da oben die zwei Gebäude noch mit angepflanzt, ne? Wir tun es. Was haben wir hier drüben für die Klamotten genommen? Einen blauen, glaube ich, ne? Ich glaube, es war der blaue. Ich glaube, das war der blaue gewesen. Jo. Flunk. Do it. Might do it. Okay, wir kriegen auch wieder Plus hier oben. Ach, so gefällt mir das. Schön. Schön. Haben wir noch freie Arbeitsplätze gerade eigentlich? Nein. Da wollte ich hin. Warte. Was haben wir hier? Hohe Steinmauer, Holzpalisade. Das brauchen wir halt eigentlich alles noch gar nicht, ne? We don't need that. Dies wurde bereits freigeschaltet. Das heißt doch aber theoretisch gesehen... Ah, alles klar. Bildhauerwerkstatt. Jetzt können wir die bauen. Aha. Natürlich ist das ein Riesending einfach. Ja, geil. Wo setze ich denn das jetzt hin? Muss ich das an jede Bauhütte setzen? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, das ist aber jetzt ein Problem, nicht? Okay, da könnten wir es hinsetzen, theoretisch gesehen. Hier würde nicht gehen, aber da würde gehen. Ja. Komm, setz hinter den Schinken. Machen wir. Machen wir. Wo war ich gewesen? Hier wurde ich. Hier haben wir noch freie Arbeitsplätze. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, machen wir nicht. Dat Haushahn-Bunny. Dankeschön für dein Geschenksab. Thank you very much. Okay, wir haben hier dann die Skulptur. Die kriegen wir dann gebaut. Das freut mich sehr. Stellt Tee mit Honig in den Chat. Bomes, hast du Halsschmerzen? Kein Zugriff auf Gottesdienst. Meine Güte. Ja klar, wenn du da oben irgendwo auf dem Hügel läufst, ist doch logisch, dass du da oben, Ach, bitte. Jetzt stell dich mal nicht blöder an, als du bist, bitte. Yo, ah, scheiße. Gute Besserung, Pommes. Gute Besserung gewünscht. Das könnte vielleicht der Wind- und der Wetterumschwung sein. Vielleicht. Möglicherweise. Das Haus da oben ist das Beste. Das Haus hier oben ist einfach King. Der guckt einfach von hier oben runter. So. Und pisst einfach auf die Bevölkerung. Also wenn es hier mal Flutwelle oder irgendwas gibt, das Herrenhaus ist weg und das hier oben, die übernehmen dann die Leitung von hier oben. Wir haben schon einen coolen Ausblick, ne? Das Krasse ist halt... Also, nee, nicht das Krasse. Was ich mir wünschen würde, ich fand das bei Anno so geil, dass es da eine Ego-Perspektive gab, ne? Ich würde mir echt wünschen, wenn es das hier auch gäbe. Ich meine, man kann hier sehr nah ran scrollen und kann hier rumdingeln und so, ne? Aber ich finde das bei Anno halt mega geil mit der Ego-Perspektive. Das fand ich übelst nice. Richtig geil war das. Marktplatz gebaut. Okay, wunderbar. Dann können wir gleich mal direkt hier Marktarbeiter zuweisen. Und hier können wir ein paar Klamöttchen verkaufen. Wunderbar. Sonst ist hier alles zugewiesen. Das passt auch. Hier wird gerade fleißig gebaut. Wunderbar. Übrigens die beste Spezi. Ich habe tatsächlich gelesen, dass diese Spezi von Paulana tatsächlich wohl bald umgenannt oder umbenannt werden muss, weil Spezi tatsächlich eine Originalerfindung ist. Es gibt einen Markeneintrag wohl scheinbar.
wird das Wort Spezi von einer Firma, die das damals original entwickelt hat quasi, von Spezi, ne, die verkaufen das auch, das heißt Spezi. Und da gibt es tatsächlich im Moment einen Rechtsstreit mit dieser Firma und die haben jetzt irgendwie, ich glaube, mehrere hundert Millionen Euro gefordert von Paulana. Dass sich das wohl irgendwie umbenannt werden muss oder sowas? Irgendwas war da. Nein, die haben sich geeinigt, habe ich gehört. Ah, okay, sie haben sich geeinigt mittlerweile. Alles klar. Okay, das ist nice. Das freut mich, dann heißt es weiterhin Spezi. Ach, schmeckt gleich wieder viel besser. So, einen Bewohner dazu bekommen. Und wir haben auch wieder Platz in der Kirche. 42 von 90, aber ich glaube, so langsam, aber sicher haben wir die Kirche halt auch wirklich ausgereizt, ne? Wie gesagt, ich würde vielleicht hier... Ich würde hier gern noch zwei Türme dran setzen, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob das dann nicht doch ein bisschen zu over ist. Wenn wir hier wirklich noch... Zeig mal. Die kleine Dorfgemeinde. Die kleine, süße Dorfgemeinde. Ach, Gottchen. Aber nee, das ist, glaube ich, zu viel, ne? Ich glaube, das ist zu viel. Oder? Ja, soll man das wirklich machen? Ein bisschen kann man sich schon gönnen. Ach, habt da recht. Komm, wir bauen's. Na klar. Hier werden irgendwann die Gebäude, denen wird einfach irgendwann ihre Grundstücksbesitzurkunden werden denen einfach irgendwann entzogen und dann wird das Ding komplett einmal ins Viereck gebaut. Komplett. Da gibt's gar nichts. Sollen sie doch woanders wohnen. Auf der Straße zum Beispiel. Beispiel. Ist doch nicht unser Problem. So, wir können wir jetzt hier... Braucht der ein extra Baumeister-Dingens hier? Nö. Das passt. Kein Projekt. Können wir... Warte mal. Können wir jetzt dieses Sculpture bauen hier? Können wir das jetzt... Fehlende Resource. Aber eigentlich ja nicht. Eigentlich müsste das doch jetzt jemand hier bauen können, oder? Es fehlen Materialien. Ich lasse es mal offen und wir gucken mal, was passiert. Kein Arbeiter zugewiesen. Hä? Ah, Bildhauerwerkstatt. Ich verstehe. Und jetzt müsste das eigentlich passen, oder? Immer noch fehlende Ressource. Gut, vielleicht braucht das einfach einen Moment. Lagerplatz ist voll. Bitte was? Ach du Heilige. Die Lagerplätze laufen einfach über mittlerweile. Okay. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier läuft einfach alles voll. Guck dir mal die Ressourcen da oben an. Wir haben 220 Klamotten. Kaufen die nichts oder was? Wir sind halt immer noch im Minus, das verstehe ich gerade nicht. Obwohl wir eigentlich genügend Stuff zum Verkaufen hätten. Was verkaufen wir? Hier verkaufen wir eigentlich ganz gut, ne? Das sieht ganz gut aus. Gut, wir haben jetzt auch ordentlich investiert hier wieder in die Kirche und sowas, ne? Wir lassen das jetzt einfach mal ein bisschen laufen und gucken, was passiert. Hier wird auch Beeren werden hier ganz gut verkauft. Klamotten tatsächlich bis jetzt noch überhaupt gar nicht. Okay. Gut zu wissen. Dann kriegen sie das in Zukunft halt nicht mehr. Undankbare Pisser. Okay, aber sonst alle Berufe hier, ne? Und so. Jo, wunderbar. Ach, wir sind schon wieder im Plus da oben. Sehr geil. Okay. Gut, gut.
Nevermind. Night Phoenix 92, Dankeschön für 34 Monate. Gabinio 85, Dankeschön für 8 Monate. Dead House Bunny, Dankeschön für deine 5 Euro. Ich runde mal auf. Alles für die Hundis, alles für den Club. Lieber Tobi, bleib so wie du bist. Dankeschön. Vielen Dank, Dead House Hahn Bunny. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Ein florierendes Städtchen geworden mittlerweile. Hübsch. Wir sind hübsch. Jetzt brauchen wir aber natürlich noch mehr Einwohner. Hier hinten vor allem. Wo wir dann eine noch größere Kirche bauen können. Weil wir schalten ja tatsächlich noch eine Kirche frei. Oder wie war das, ne? Eine Hecke haben wir hier. Holztor. Okay. Eine Hecke ist natürlich ganz nice vielleicht. Ach, guck mal, wer da ist. Nein, ein Mönch. Warte mal. Ah, nicht gehen bitte. Wir brauchen... Was brauchen wir denn? Handelsbonus. Der Arbeiterschaft bitte. Der Arbeiterschaft. Ich möchte gerne die Taverne mit der Brauerei freischalten. Das wäre ganz fantastisch. So. Hecke. Aha. Können wir denn dann später irgendwann... Oh, das ist aber... Das ist aber... Können wir das nochmal wegmachen? Das ist aber wild. Ah, so kann man das gerade nochmal ziehen. Geil. Ist immer noch sehr schief, ne? Können wir denn später noch einen anderen Eingang machen? Weil irgendwie sieht der komisch aus. Der sieht halt irgendwie so gar nicht nach Herrenhaus aus, finde ich. Das sieht aus wie einfach so ein Loch, wie so ein Kellerloch, wo du reinläufst. Weiß ich nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Ein Wandbrunnen. Ach, guck mal. Ja, direkt 2 Stück. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und hier hinten machen wir dann auch nochmal einen schönen Innenhof mit so einem Brunnen und so, ne? Klar. Wir haben's halt einfach. Telling you this. Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Kohle aufpassen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen was ranholen. Hier, die Kirchtürme sind gleich fertig. Fantastisch. Wurden denn hier mittlerweile mal ein paar Klamotten verkauft? Ich arbeite. Das halte ich aber für ein Gerücht. Ah, hier wurden... Immer noch keine Klamotten verkauft. Okay, ja, der Markt hier unten ist irgendwie so ein bisschen low-bob, ne? Wie sieht's hier aus? Eine Klamotte wird ver... Kann es vielleicht sein, dadurch, dass wir... Ah, das können wir direkt abschließen. Liefere 50 Holz. Sammle von 50 Holz in Lagereinrichtung. Sehen wir das nicht? Wir haben doch locker 50 Holz irgendwo. 2 Holz? 35. Okay. Okay, Holz wird langsam ein bisschen knapp, was aber, glaube ich, einfach daran liegt, dass wir... dass wir tatsächlich hier unten die Försterei... Wir müssen bei Gelegenheit hier drüben das neue Ding kaufen. Dass unsere Försterei hier unten wieder den Arbeitsbetrieb aufnehmen kann. Beziehungsweise Sägewerk. Die machen ja nur aus dem Holz Bretter.
Oh, die Dorfkirche ist fertig. Ja, gut, also. Ich meine. Also. Das ist schon voll in Ordnung, oder? Ich meine, wir sind halt eine große Gemeinde. Ne? Ich finde das voll legitim. Ich finde das voll legitim. So entstand der Kölner Dom. Ne, das kann nicht sein. Die ist fertig, die Kirche. Der Kölner Dom ist seit 200 Jahren im Bau. Wie viel Kapazität hat die? Ich glaube, die Kirchtürme bringen tatsächlich nichts. Wir sind insgesamt bei 90. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Wir haben noch 5 Arbeitslose immer noch, ne? Wie viele Holzfällerlager haben wir denn? Bauhütte, 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 Lagerhaus, Lagerhaus, Lagerhaus. Sägewehr, haben wir 2 Stück. No. Holzfällerlager, 2. Ich überlege gerade, ob wir hier unten noch ein Holzfällerlager hinsetzen. Weil wie gesagt, hier soll ja der Forstbetrieb sein. Das soll sich ja dann hier so reinstrecken. Wie ist das jetzt, wenn ich hier maximaler Lagerbestand mache, ne? Dann holen die da nichts raus, richtig? So war das. Brauchst du die Arbeitskräfte nicht für deine Mine oder schickst du da wieder Kinder rein? Hallo, bitte. Was heißt denn da wieder? Was ist das denn jetzt? Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Sag mal. Echo, das war nicht meine Idee. Nein, Phoenix, dankeschön für 34 Monate. Habe ich mich dafür schon bedankt? Weiß ich gar nicht. Dankeschön auf jeden Fall. Das war nie im Leben meine Idee. Da habe ich nichts mit zu tun. 27, das Holz wird weniger. Spannend. Hier wird trotzdem noch Holz rausgenommen, obwohl ich das gar nicht wollte. Verdammte Hacke. Oh, das geht hier auch gerade ins Minus. Na, das ist ja spannend. Das ist nicht so gut, ne? Wir gehen auch gerade hier ganz schön ins Minus. Unterhalt. Hätte ich vielleicht doch nicht die Brunnen hier dran bauen sollen? Sollte ich die vielleicht erstmal löschen? Weil die kosten ja sicherlich auch was im Unterhalt, oder? Lass uns das später machen mit dem Wandbrunnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Ja, ein bisschen was bringt das schon. Die haben natürlich auch Unterhaltskosten gehabt. Glaube ich. Keine Ahnung. Achso, die kosten keine. Okay. Ja, gut, schauen wir mal, ne? Das geht schon. Ich meine, notfalls überlasse ich das einfach Zukunftstobi. Der wird schon wissen, was er tut. Ne? Ich würde sagen, so machen wir das. Wir überlassen es einfach Zukunftstobi, denn wenn der hier das nächste Mal reinkommt, denkt er sich, oh fuck. Sollte er sich drum kümmern. Ich speichere mal ab. Spiel speichern. Hier, zack, Spielstand. Florida. Nicht in der Cloud. Speichern. Auf Wiedersehen. So. Zukunftstobi regelt das schon. Richtig. Richtig. Das mache ich mit dem Erik auch immer, ne? Wir überlassen das einfach immer Zukunftstobi und Zukunftsgronk. Das passt schon. Sollen die sich doch mit dem Scheiß rumärgern? Wir gehen jetzt hier raus. Dankeschön auf YouTube fürs Zuschauen. Tschüss. Sollen die sich drum kümmern? So, beenden und zum Desktop. Aber trotzdem, wir sind hier echt gut dabei mittlerweile, ne? Ich mache hier mal Pause.
Wir sind hier echt gut dabei, muss ich sagen. Das sieht wirklich hübsch aus. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass wir jetzt gerade so ein bisschen gegen die Wand fahren, aber... Ja, mal gucken. Mal gucken. Wir machen mit dem Marktplatz halt zu wenig Plus. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir haben halt jetzt mittlerweile Kleidung im Angebot, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht genügend Bewohner. Wir haben noch sehr viele Leibeigene und ich glaube, Leibeigene wollen noch gar keine Klamotten haben, ne? Kann das sein? Ich glaube, Leibeigene sind nicht... Also, die wollen, glaube ich, keine Klamotten. Kann das sein? Was? Einmal draufdrücken? Klick auf einen drauf, dann siehst du deine Bedürfnisse. Ah, okay, warte. Was ist denn das hier? Unterkunft, Nahrung, Gottesdienst. Aha. Leibeigene. Ja, da steht nichts von Klamotten. Haben wir irgendwo einen... Warte mal, haben wir irgendwo einen Gemeiner? Waren. Aha. Die Gemeiner wollen tatsächlich erst Klamotten. Und davon haben wir eins, zwei... Drei, vier. Okay, easy. Gut, das erklärt natürlich, warum wir im Moment noch kein Geld mit Klamotten machen. Na gut, das lernt man ja dazu. Ich habe mir die anderen Städte, die ich gebaut hatte, die zwei, die, da war ich nie so weit gewesen. Tatsächlich, da war immer früher Schluss. Okay, na gut, kriegen wir irgendwie hin. Da müssen wir dann halt mal befördern. Jetzt haben wir gerade nur leider kein Geld zum Befördern. Das ist halt schwierig. Aber, naja. Schauen wir mal. Kriegen wir irgendwie hin. Wie gesagt, da soll sich der in der Zukunft drum kümmern. Nicht wir.